We see, to be exact, 102 photographs and one film, a film with a selection of 6 short videos by the artist Francesca Woodman. Und die Ausstellung im Gesamten versucht ja keinen chronologischen Abbau, sondern eben verschiedene Themenkomplexe immer wieder nachzuvollziehen. Ich glaube vor allem als ein Motiv, das im realen Leben nicht gibt. Und dieses Spiel mit der Kamera und was Nicht-Existierendes zu fotografieren, spielt da, glaube ich, eine große Rolle. The title of the exhibition is on being an angel. And the angel theme is something that she came back to many times. Ja, ich glaube, es geht oft darum, ja, die eigene Figur im Hintergrund aufzulösen, die Bildfläche zu nutzen, um den eigenen Körper verschwinden zu lassen. Also es ist oft ein Spiel mit so einem, mit dem Transzendentalen, wenn man möchte, und Zwischenwelten. And she was very well aware of the history of photography and American photography. And there are a lot of references to surrealist photography, like Man Ray, Hans Bellmer, etc. Viele Bilder von ihr spielen einfach mit diesen Formen, indem sie zum Beispiel den Arm aufspannt und so ein Dreieck produziert. Viele Bilder sind in die Ecke gefilmt. Das heißt, man hat anstatt einer planen Bildfläche eine Tiefe im Raum, die eben so eine dreieckige Form wiederholt. Es gibt diese späte Arbeit, die heißt Zigzag Study, wo sie verschiedene kleinformatige Prints aneinander legt und man kann quasi über die verschiedenen Bilder nachvollziehen, wie sich so eine Zickzack-Linie durchzieht. Auch das, glaube ich, ein Moment, was stark in die 70er Jahre zurückverweist, wo ja das Raster, The Grid, ein großes thematisches Moment war für eben eine formale Komposition des Bildes, was bei ihr eben umgedeutet wird und als Dreieck auftaucht. Man kann es nur zusammendenken. Einerseits nutzt sie Fotografie als Medium zur Dokumentation von eben bestimmten Performances, von Aktionen vor der Kamera, wo sie zum Teil entfalten, die ein wirkliches Narrativ. Aber bei ihr geht es, glaube ich, über eben den rein dokumentarischen Aspekt von etwas, was vor der Kamera passiert, hinaus. Und sie nutzt das Medium gleichfalls als tatsächlich komponierte Bildfläche, also wo der Körper überformt wird in geometrische Figuren und eben gelegt wird in Dreiecke, Kreise. Her work is inspires to a feministic reading. It's a very good example to show the projection of the male gaze on the female body and the female iconography and the object and the subject, etc. Thematisch sind die diese Blueprints aufregend, weil sie auch noch mal so ein anderes Bild der Frau aufmachen. Sie spielen mit den Figuren, die quasi als Pfeiler in Architekturen verbaut waren, was man ja aus irgendwie diversen Tempelgebäuden der Antike kennt. Im 19. Jahrhundert war das wahnsinnig beliebt, im 20. Jahrhundert finden wir das in der Architektur nicht mehr. Und da ist der weibliche Körper oder die Darstellung der Frau dann halt eben auf die großen Billboards im Stadtraum und die Werbeanzeigen ausgewandert. Und das finde ich schon ein total spannender Kontext, der nochmal so einen anderen Blick auf die Funktion der Frau in der Gesellschaft wirft. Und es ist vor allem, glaube ich, eine Arbeit, die uns in unserer heutigen Generation anspricht, weil am Ende inszenieren wir uns alle im Alltag und performen vor der Kamera, wenn man so möchte. Und das ist, glaube ich, in einem ganz anderen medialen Setting, als das natürlich bei ihr der Fall war. There's a lot of good, good ideas in her work, that you can have a lot of inspiration when you see them. They are good.